Hey. Ja. Hallo, herzlich willkommen, liebe Bildungstrinker. Genau, wir sagen normalerweise im Podcast immer geliebte oder werte Bildungstrinker, herzlich willkommen. Wir freuen uns, hier zu sein. Das zweite Mal, wir waren das letzte Mal, also im letzten Jahr schon mal, nicht auf dieser Bühne, aber auf einer Bühne. Richtig. Und da nahm das Schicksal seinen Lauf. Da haben wir angefangen und haben Blut geleckt und haben über Bildungstrinken geredet. Und ich glaube, dann hattest du oder wir, ich weiß gar nicht, du hattest, glaube ich, die Idee. Naja, also erstmal war es ein legendärer Abend, letzte Republika. Ich weiß nicht, wer von euch da war, vielleicht kurzes Handzeichen und Jubeln und so. Ja, okay. Wir bauen eine Fanbase auf. Ich wurde danach dann von einem oder von mehreren nicht näher genannten Organisatoren der Republika angesprochen. So, Murphy, was soll die geilste Party? Ever. Sehr gut. Kann ich noch mal kurz mit dem Orga-Team reden? Wieso haben wir nicht den letzten Slot? Okay, ist okay. Nun ja, wir haben ja den fast letzten Slot, ne? Naja, ihr müsst übrigens im Anschluss dann auch gleich zur Verabschiedungsrunde gehen, die ja gleich nebenan ist. Okay. Ja. Letztes Jahr Republika, wir standen auf der Bühne und erzählten was über Cocktails und Barkultur. Und nachdem dann die letzten Nachwehen der Party verklungen waren, haben wir uns entschieden, naja, das war eigentlich ganz cool, warum machen wir das nicht öfter? Und daraus entstand dann, nicht zuletzt durch eine nette Gabe von meiner Amazon Wishlist, ein Podcast. Wir haben angefangen mit diesem tollen Gerät hier und haben einfach jede Woche uns eine grobe Stunde, etwas weniger, zu demselben Thema unterhalten, das Ganze ins Netz gestellt und Überraschungserfolg. Wir haben nichts dafür getan. Das außer, kann man nicht sagen. Außer sehr viel Alkohol. Wir haben Alkohol eine Menge getrunken. Genau, ich wollte sagen, das war so. Und Dinge geschnitten. Ja. Und haben jetzt über 30 Folgen online auf bildungstrinken.com. Haben die letzte Woche allerdings das erste Mal geschlampt, weil wir mit den Republika-Vorbereitungen so beschäftigt waren und Geburtstagen. Das stimmt nicht, weil wir beide Geburtstag hatten, ja, und das waren so intensive Feierwochen, ja. Das haben wir nicht geschafft. Es ging einfach nicht. Wir werden das demnächst nachholen. Bitte? Danke. Oh, danke. Ja, hey. Auf euch. Hey. Wir sollten uns vielleicht auch noch eine Runde Drinks. Wieso haben wir eigentlich keine Drinks? Hallo, wo sind denn die Helferinnen und Helfer? Also erstmal, bitte? Da kommen wir gleich zu. Ja, das ist ja Bildungstrinken. Genau. Das muss ja, wir müssen ja über das reden, was wir trinken. Das ist ja der ursprüngliche Sinn dieses Podcastes. Matthias hat ja angefangen als Trinker im Praktikum. Und mittlerweile, was machst du? Du hast hier hochgearbeitet. Wir haben verschiedene Stationen. Du bist ja so ein Gamification. Ich habe dich in den letzten drei Wochen bei Swig im Leaderboard jedes Mal geschlagen. Also ich würde sagen, es ist so schwer, Zeit für die Beförderung. Ja, du bist befördert. Bitte? Ich habe auch den Gründer von Swig geschlagen. Ja, jetzt ist er Trinker. Er war danach in Ausbildung, vom Praktikant zum Auszubildenden. Ich weiß nicht, wir müssen ein neues Level für Junior dich Junior Drink. Er wird Assignee. Besser. Kann ich anders sagen. Er nervt jetzt langsam auch schon. Wenn man ihn an der Bar hat, jetzt hat er schon eine Meinung. Kenn ich doch schon. Hast du nicht was Neues? Und gibt Widerworte. Mhm. Das ist also, nun denn. So, ja. Ich weiß nicht, hast du schon gesagt? Lass mich schnell den Podcast abschließen. Genau. Machst du das, wollte ich genau. Nach diesen 30 Folgen haben wir nämlich mittlerweile, ich habe eben die Statistiken geschaut und bin aus allen Wolken gefallen. Wir hatten im letzten Monat fast 300.000 Zugriffe, das ist jetzt aber auf alles gerechnet, nicht nur die Podcast-Folgen, aber 11.000 Unique Visitors. Und ich so, okay, Wahnsinn. Ich weiß nicht genau, wie Cloudflare das zählt. Das ist exakter wohl als Analytics, aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr zu dachten. Wir dachten, das hören so 3-4 Leute an und irgendwann nächstes Jahr sagt jemand, ja, und gibt es den Podcast eigentlich noch? Ich habe da mal kurz reingehört, aber nein, wir werden dauernd darauf angesprochen. Und ich weiß nicht, wer von euch podcastet, sagt man podcastet? Weiß nicht. Also, Podcast hört? Nee, wer macht welche? Und selber also, wer welche? Setzt so, welche podcastet. Ins? Deine sind übrigens sehr legendär. Ja. Das kann ich empfehlen. Ja, der Podcast, dessen Name nicht genannt werden darf. Ja. Das ist... Er ist ja mehr so der Technikvisierte und ich deshalb bin mehr ich der hier die ganzen Dinge rum analog trinken und so, das ist meine Welt. Und ich bin jetzt nicht so firm, aber Matthias macht ja alles. Oh. Können wir aber auch, Dankeschön, sehr freundlich, auch die Technik versorgen und so, ganz wichtig. Ja, haben wir letztes Jahr auch geschickt geschmiert. Vielen Dank. Übrigens, also André, wie im letzten Jahr, es kommt immer zwischendurch der Zuruf, André, neue Drinks, der ist hinter der Bühne. Kleinen Applaus für André. Yay! Und wir haben ausgerechnet, wir haben ungefähr 800 Drinks mit. Noch sind nicht so viele da, vielleicht aufhören zu twittern, dann ist für jeden von euch, im Moment sind rechnerisch 4 Drinks, würde ich sagen, 4,5 für jeden von euch da. Wir starten mit einem Pimm's Cup Nummer 1, den habt ihr hier im, ich muss gestehen, Plastikbecher, tut mir leid, da haben wir so einen kleinen Einschnitt gemacht an die Trinkkultur. Cheers. Cheers, Bildungstrinker. Und der ist sehr leicht und sehr mild. Dann hört es aber auch auf. Würzig, damit, ne? Genau. Wir reden gleich ein bisschen über die Geschichte der Cocktails, dann gibt es nur noch ins Gesicht. Also bei den nächsten, das ist jetzt so einmal zum Ankommen und vielleicht hat einer Durst und muss sich erfrischen. Ihr seht auch, da ist Obst drin. Genau. Alibi. Genau.
Bei den nächsten bitte ein bisschen vorsichtig, die sind nicht zum Durstlöschen. Wir haben, also letztes Jahr haben wir ja, letztes Jahr haben wir ja sehr frisch serviert, so. Ja. Das haben wir dieses Jahr, wir haben gesagt, wir sind jetzt ja im zweiten Jahr, also auch mit euch. Da muss es Fortschritte geben. Und wer sich noch ans letzte Jahr erinnert, hat was falsch gemacht letztes Jahr. Aber wir haben uns dieses Jahr gedacht, wir verzichten auf den ganzen Shishi mit Zuckerwasser und Säure und so. Wir machen einfach Alkohol mit Alkohol. Wir mischen Whisky mit Cognac und warum nicht? Ja, wegen der alten Geschichte auch. Genau. Hat ja, da kommen wir gleich zu. Also, einfach daran, so war das früher. Genau, so war das früher, behauptet Matthias. Und das stimmt sogar. Ja. Was lustig ist, wenn man einen Podcast macht, deswegen habe ich ihn gefragt, wer selber Podcast macht, bei mir ist das sehr interessant, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, aber das ist ja so, wir sind ja jeden Abend unsere Bar geöffnet und da kommen halt jeden Abend zwischen 50 und 250 über die 8-9 Stunden, wo wir aufhaben, Gäste und das hören mittlerweile extrem viele und das ist ein bisschen komisch, wenn man dann immer von allen Gästen angeht, weil normalerweise ist man ja auch so, man macht an der Tür immer so ein bisschen den Coolen, so ein bisschen reserviert, wenn es zu voll ist, muss man so ein bisschen streng gucken. Aha. Aber jetzt machen die alle so auf Buddies, weil dann kriegt man auch so E-Mails. Ja, wir haben schon 30 Stunden im Internet zusammen verbracht. Das ist... Wer ist das? Mildly creepy. Ich bin schon in seinem Hirn irgendwie. Die Stimme ist schon da und jetzt bin ich schon sein Freund. Und dann, ich kenne den dann gar nicht. Das ist aber sehr lustig. Ich bin gestern neben dir eingeschlafen. Also, ja, das... Das wüsste ich. Naja. Und das ist aber in der Tat ganz interessant, weil das hat... Hätte ich nicht gerechnet, hat durchaus so ein, das ist eine, bringt eine gewisse Effizienz ins Bargeschäft, weil wir nehmen bei einem Teil der Kundschaft, die den Podcast hört, jetzt diese langen Erklärungsgespräche wieder raus. Mhm. Es hat angefangen, so die, man hat so ein Interesse für Drinks und dann will man viel mit dem Barkeeper reden. Das kürzen wir jetzt ab, weil das haben die alles schon gehört. Und dann immer je nach Folge, dann kommen die und sagen, zwei Pisco Sour bitte mit dem Pisco. Ich will jetzt den Whisky Sour, Boston Sour, dies und das. Das geht jetzt wieder sehr schnell. Deswegen finde ich das gut. Das ist so ein Effizienztool für die Bar. Kürzt man sehr, also eine Zeit lang war das anstrengend, muss dann jemand alles erklären und so. Und Samstagabend ein bisschen anstrengend. Aber jetzt super. Einfach bitte. Asynchron wegoptimiert. Ja. Also wirkt sich tatsächlich, irgendwann wird er wahrscheinlich nach Tatjem schreien, aber ich versuche ihn immer flüssig so bei Laune zu halten. Es wirkt sich positiv für mein Geschäft, das hatte ich jetzt gar nicht so erwartet, aber es kann ich nicht anders behaupten. Und es macht sehr viel Spaß. Ich bin auch mal gespannt, wie das mit anderen Bars so ist. Ich frage mal gelegentlich und viele Bartender sind dann auch so, ah, ihr macht das, okay, ja. Also ich glaube, es wirkt sich generell auf das Geschäft hat sich denn dein Trinken schon verändert? Wenn du jetzt irgendwo trinken gehst, wirst du schon bevorzugt behandelt, oder? Nein, ich trinke einfach nur anders und mehr. Okay, okay. Hm. So, also was ist Bildungstrinken? Bildungstrinken ist im Prinzip nicht immer, aber eigentlich ist es so, wir sitzen zusammen und reden. Trinken, das ist ja das Hauptwort. Das stimmt, meist trinkst du oder manchmal mit Gästen. Ich sag dann immer, ich muss arbeiten und gehe nach einer Stunde weg. Wir schauen weg. Niemanden speziell an. Gibt es eine sehr legendäre Folge, egal, ich sage welcher Nummer, egal. Auf jeden Fall, die Geschichte ist so, wir gucken uns Drinks an, die man vielleicht schon mal gehört hat oder die man irgendwie mal schon mal irgendwie in der Hand gehabt hat und versuchen die zu ergründen und zu beschreiben. Sie haben zum Beispiel in der Hand einen Pimm's Cup. Ich weiß nicht, kennt jemand Pimm's Cup schon mal getrunken? Ist jetzt nicht so ganz unbekannt. Mhm. Ich muss so ein bisschen gucken, kleiner so die Mitte finden, Einstieg. Die Balance hier. Für. Ich wusste nicht ganz, wer die Audience ist. Und Pimm's kommt, wurde so, das wurde 1923 gegründet von James Pimm's und der hat in London eine Austernbar übernommen. Der war Gastronom. Der kam eigentlich vom Land, das war ein Landwirtssohn und der hat eine Austernbar übernommen und die wurde immer erfolgreicher und der hat angefangen, also wurde immer voller und dann hat er angefangen, seine House Drinks, der hat nach dem Essen immer so was Würziges serviert, damit man besser verdaut. Und dann hat er angefangen, Gin mit Kräutern, die er nicht verraten hat, zu verschneiden und ein bisschen Zucker und hat auch so eine Art Gin-Likör rausgemacht mit Kräutern. Und das wurde dann immer größer, deswegen hat er angefangen, das in großen Mengen vorzubereiten, in Flaschen und nannte das halt nach sich, das war der Pimm's Cup, weil er das in kleinen Bechern serviert, in so kleinen Henkelgläsern oder Tassen. Eine klassische Obstschale halt. Genau. Und man selber nennt das eigentlich Fruit Punch, weil im Original, wir haben jetzt ein bisschen verzichtet, das müssen wir leider hier der Veranstaltung schulden. Normalerweise ist das Ganze so üppig dekoriert mit ganz viel Beeren und Äpfel sind teilweise sogar drin, glaube ich, Gurken. Wir haben keine Schirmchen. Schirmchen haben wir nicht, ich bin auch nicht rein. Und das wurde sehr erfolgreich und dann ein paar Jahre später hat er angefangen, ganz viele Bars in London damit zu beliefern, weil die alle dieses, er hat ja nicht verraten, was drin ist, war ein Geheimrezept, aber da haben die dann, kann ich es bei dir kaufen, wir verkaufen es. Dann wurde es immer größer, irgendwie in den 30 Jahre später ungefähr hat er es verkauft. Und einen anderen Londoner Kaufmann, der hat dann angefangen, aus dieser Oysterbar eine Restaurantkette zu machen, so ein erstes Londoner Franchise, 1890 oder 80, ich weiß gar nicht, ich muss gucken. Und
Dann wurde es immer größer und die haben dann angefangen, nicht nur mit Gin, sondern dann gab es Pimm's Cup Nummer 1, später war es 2, 2 war mit Scotch, bei 3 wurde dann Brandy zugegeben, bei 4 war es Rum, bei 5 war es Rye Whiskey und bei Nummer 6 gab es Wodka. Da gab es also 6 verschiedene Gewürzmischungen, die man haben konnte. Und die hat man, das wurde in London eine sehr große Tradition. Als sie das angefangen haben zu verkaufen, der neue Inhaber war ganz geschäftstüchtig und der hat so eine komische Guerillatechnik angewendet. Der hat so Straßenverkäufe, der hat extra Fahrräder angefertigt, ganz viele für so spezielle Straßenverkäufe. Die sind immer durch London gefahren, haben auf der Straße den Schnaps verkauft mit Fahrrädern. Und dadurch wurde das sehr bekannt in London. Und viele haben darüber geredet. Und es wurde dann einfach der, ich weiß nicht, wer das schon mal, es ist so ein typischer englischer Drink. Pimm's Cup wird getrunken, immer wenn man zum, wie heißt das Tennisturnier, Wimbledon. Wimbledon. Wenn man nach Wimbledon geht, das ist sozusagen der House-Drink. Da muss man, also, wenn man nach Wimbledon geht, braucht man einen großen Hut, wenn man eine Frau ist zumindest. Und man muss dann Pimm's Cup trinken. Das Gleiche ist bei allen Derbys und Polo-Rennen. Überall, es gibt Regatten, wo es das ist. Das wurde ein typischer englischer Traditionsdrink. Und ist dann allerdings irgendwann in den 70er Jahren, war der Verkauf, 1970 so rum, war der Verkauf sehr gering und dann haben die es wieder verkauft und haben alle anderen Produkte eingestellt, bis auf die Nummer 1 und irgendwie hat das keinen mehr interessiert. Jetzt ist es vor 15 Jahren übernommen worden von einem der größten Spirituosenkonzerne der Welt, Diageo, und das ist aber bei denen so ein bisschen so ein Randprodukt, das wird so ein bisschen mitgemacht und jetzt machen sie schon wieder die Nummer 3, das ist mit Brandy, das gibt es zum Winter, mit so ein bisschen Gewürzen kann man das trinken und eigentlich ist das ein ganz toller Drink jetzt für den Sommer, heute ist nicht so ein ganz typischer Maitag, aber es geht ja schon, weil eigentlich braucht man nur diese Flasche Pimm's, viele Gurken, Äpfel und sowas unten, wenn man es einfach machen will fürs Picknick, eine Flasche Spreiz. Wenn man es ein bisschen besser machen will, macht man sich dann selber eine Limo. Und das ist typische Tradition. Wir sind jetzt in London, man sieht es in jedem Park. Decke raus, Picknick und Flasche Pimm's gehört dazu und Spreit. Das ist ein Drink, der, wie gesagt, sehr, ist leicht alkoholisch, hat so 20, ich weiß gar nicht genau, die neue Version ist ein bisschen weniger. Ich glaube, es sind 20 Volumenprozent. Unsere Alkohol, Version, bitte? Unsere Version wahrscheinlich ein bisschen mehr. Nee, das, wir haben es nicht verändert. Ne? Okay. Das Tolle ist, ich mache kleine Werbung für eine der nächsten Folgen vom Bildungstrinken-Podcast, da reden wir nämlich darüber. Diese Getränkekategorie heißt Summer Fruit Punches oder Fruit Punches. Und jetzt, weil es so viele neue, coole Artisanal-Gin-Sorten gibt, so viele kleine Hersteller, fangen die nach 4 Jahren sind die alle gelangweilt, sagen, Mist, alle machen Gin, jetzt müssen wir was Neues machen. Jetzt kommen die Fruit Cups wieder ganz groß. Jetzt gibt es mittlerweile ganz coole. Also Pimm's nicht schlecht, toll, aber ist natürlich so ein bisschen der große... Die große Marke, Weltführer und so. Aber jetzt gibt es viele neue und da reden wir dann bei der nächsten Folge des... Einer der nächsten Folgen. Ja, ich will nicht zu viel versprechen. Aber wir versuchen alles. Ja. Wir versuchen alles. So, wir wollen aber eigentlich reden über die Geschichte der Cocktails und über die Geschichte der Bar, zumindest ein wenig, um das mal anzureißen hier. Fleißige Podcast-Hörer werden vielleicht die ein oder andere Geschichte schon mal gehört haben. Wir haben versucht, nicht so viele Doppelungen zu haben, ein paar gab's doch. Die können sich ja mit den Drinks ablenken, das passt schon. Genau. Mixed Drinks in der Welt. Man sagt, ich war selber nicht dabei, dass irgendwann ums 17. Jahrhundert, bedauernswert natürlich, ums 17. Jahrhundert irgendwo in den britischen Kolonien anfing. Oder es fällt sehr viel auf England zurück. Ja. Das hören die anderen nicht so ganz. Frankreich wäre auch cool gewesen, ist aber nicht. Und wie gesagt, in den englischen Kolonien, da fing es an, dass Leute angefangen haben, Getränke zu mixen. Sie hießen da aber noch nicht Cocktails. Man sagt auch, die englische Navy war da sehr hilfreich. Die hatten eine große Tradition. Irgendwann nach 1700 haben die angefangen, auf den Schiffen die tägliche Ration Rum an die Matrosen auszugeben. Man hatte einen Rum an Bord, das war eine sogenannte Navy Strength. Der hatte 57 Volumenprozent Alkohol. Das sind 100 englische Proof. Der musste so viel Alkohol haben, weil er dann brennt. Und man wollte Rum dabei haben, der brennt, weil im Gefechtsfall, wenn die Kanonen nass werden, konnte man die damit wieder ausbrennen und weiter feuern. Das wurde zumindest behauptet. Ob da nicht so ein cleverer Admiral gesagt hat, wir erzählen einfach, das muss so. Beschaffungsantrag begründet. Gnädige Queen, wenn Sie uns gestatten würden, klar, könnt ihr mitnehmen, kein Problem. Also die hatten immer Navy Strengths Rum an Bord und irgendwann haben die gesagt, wir müssen hier die Mannschaft mal bei Laune halten, wir geben mal Rum aus. Und da gab es so Tagesrationen Rum. Genau, da gab es Tagesrationen, da gab es so den großen Rumbecher, jeder hatte so ein Matrosengeschirr, das war ein Pint. Die meisten von euch wissen, was ein Pint ist, das ist schon recht viel und der wurde voll gemacht mit Rum. Aber zweimal am Tag. Das waren noch Zeiten. Da war eine Menge Stimmung an Bord. Also plötzlich
so eine Seefahrt ist ja auch lang. Ich glaube, da war eine Zeit lang echt gute Laune. Da gab es keine Probleme mehr. Ja, das war irgendwie, so. Man hat auch wahrscheinlich wieder Matrosen gekriegt und so an Land. Kommt zur Navy, klar. Lösung der Recruiting-Probleme, jawohl. Genau. Also da ging es ab. Und die Navy hat irgendwann aber auch gemerkt, dass es komisch ist, weil es gab so hohe Verlustzahlen ohne Gefechte. Also Leute sind aus Segeln gefallen oder irgendwie plötzlich fehlten 3 an Bord. Einmal durchzählen, da fehlen noch 8. Wo ist denn der Smith eigentlich? Genau. Und dann gab es einen Admiral, der hatte so einen Spitznamen, das war so ein alter Herr. Und der stand, jetzt geht's weiter. Genau. Was kommt denn jetzt? Ah, da kommen wir gleich zu. Schneller als ich reden kann, sehr gut. Eieiei. Zweiter Drink, ein bisschen vorsichtig, wird härter. Das ist kein Whisky, das ist Cognac. Aber ihr seid auch keine Matrosen. Nee, super, können wir. Nee, ich muss noch ein bisschen reden, ich trinke gleich alles nach, kein Problem. So, und dann haben die, also da gab es so einen alten Admiral, das war so ein grimmiger Typ. Der hat eine der Flotten geleitet und der stand immer auf seinem Deck und der stand immer in so einem großen Offiziersmantel an Bord. Und diese Offiziersmäntel wurden aus einem speziellen Stoff gemacht, der hieß Grogrim oder Grogrim. Das war eine Mischung aus Seide und Wolle, der war so ein bisschen wasserabweisend, hatten nur die Chefs. Und er stand da immer die ganze Zeit an Bord, war griesgrimmig und deswegen hatte der den Spitznamen Old Grog. Weil Grogrim, er war der Alte, so der Old Grog, der war immer am Meckern und so. Und der hat 1970 gesagt, Jungs, ich habe eine Idee. Wir nehmen euren Becher, wir machen ein Viertel rum und 3 Teile Wasser. Super. Dann gibt es heute das Getränk heißt Grog, nach diesem, einige würden sagen, fürsorglichen, andere würden sagen, ein bisschen spießigen Herrn. Der hat also die Rumration. Wenn man das natürlich mit Wasser mischt, und ich weiß nicht, also ich selber bin jetzt auch nicht zur See gefahren, aber Geschichten zufolge, würde das Wasser über die Wochen so ein bisschen brackig und sagen wir, es tut der Qualität keinen, das wird nicht besser. Und wenn man jetzt also seinen sehr starken, esterhaltigen Jamaika rum mit diesem Brackwasser dünnt, dann nimmt das, also einmal das Wasser ist doof, aber der Geschmack wird auch immer schlechter von Woche zu Woche. Und dann haben die Jungs halt angefangen in der Karibik, weil man war vor Ort und da gab es ja viele Früchte und Limetten und daher kommen so viele diese Planters Punch. Man sagt, das sind so die Geschichten, die Soldaten haben angefangen, das gute Zeug zu mischen, weil sie gesagt haben, jetzt gib mal den rum, das Wasser kannst behalten, wir machen das selber. Wir kümmern uns, lass uns mal machen. Wahrscheinlich waren also die ersten Barkeeper in dem Sinne englische Matrosen. Und da hat es angefangen, aber es war noch nicht das Wort Cocktail im Gebrauch. Und wie gesagt, es ging in die englischen Kolonien. Bist du bereit? Und da war zum Beispiel, da gab es einen englischen Mann, Charles William Johnson, der reiste durch die englischen Kolonien Anfang des 18. Jahrhunderts und der schrieb einmal ein lustiges Zitat. Das Erste, was Amerikaner am Morgen begehren, sind geistige Getränke, die mit Zucker, Minze oder anderen starken Kräutern gemischt werden und die man Slings nennt. So fing es an, das waren so die ersten Nennungen von Drinks. Irgendwann Ende 1795. Der Mann ist halt durch Amerika gefahren und ihm ist aufgefallen, dass die Leute morgens immer harten Alkohol trinken, aber mit Zucker und Minze. Okay. Das macht besser. Macht Sinn, genau. Dann gab es 1798, da sind die Engländer aber jetzt ein bisschen, die Amerikaner sind ein bisschen erbost darüber. Ich glaube, das Oberthema von der Republika ist irgendwas mit Europa, oder? Founding Europe. Ja, genau. Das habe ich doch irgendwo gesehen, genau. Da stand nicht mal in einer englischen Zeitung, das erste Mal 1798 wurde das Wort Cocktail genannt. Allerdings wurde nicht erklärt, was es ist und man weiß nicht, ob die über Alkohol geredet haben oder nicht. Und dann gab es später 1803 das erste Mal was in Amerika in der Zeitung, wo das Wort Cocktail auftaucht, aber man hat es nicht erklärt. Und 1806, da gab es eine Zeitung aus New York, die hieß The Balance in Columbian Repository und da wurde über einen Wahlkampf geschrieben. Und da schrieb der Autor, sagte, ja Mensch, der Wahlkampf war erfolgreich, das und das waren die Kosten, 100 Liter Bier, so und so viel Wein, so und so viel Whisky und 350 Cocktails. Dann gab es 2 Tage später einen Leserbrief und da schrieb jemand, was ist eigentlich ein Cocktail? Und der Editor Harry Coswell antwortet dann, Cocktail is a stimulating liquor composed of spirits of any kind, sugar, water and bitters. It is vulgarly called bitter sling and is supposed to be an excellent electioneering potion. I see. Inasmuch as it renders the heart stout and bold, mir. At the same time as it fuddles the head. It is said also to be of great use to a democratic candidate, because a person having swallowed a glass of it is ready to swallow anything else. Bitte bewahren Sie Ruhe in den vorderen Plätzen. Jeder Hören Sie auf zu twittern. Wir brauchen nicht mehr Zuhörer. Das limitiert die Anzahl der Getränke für alle Anwesenden. Bitte nicht zu viel Werbung machen. Tragedy of the Commons heißt das, glaube ich. Genau, also
dieser Autor hat ganz vorne gesagt, im Grunde hat er gesagt, also ein Cocktail ist so eine Mischung aus sehr viel Alkohol, kommt ein bisschen Zucker rein, Cocktail bitters, dann ist bitters, das sind so eine Art Gewürze, sehr reduziert. Ja, und das wäre eigentlich, man kann noch ein bisschen Wasser dazugeben, das ist ein Cocktail, also Whisky mit ein bisschen Geschmack. Wenn man sich das Wort Cocktail anguckt, übersetzt würde es ja heißen, es ist Cocktail ein Hahnenschwanz. Und da gibt es verschiedene Geschichten zu, wo dieses Wort jetzt etymologisch herkommt, dass man sagt, okay, es gab früher im Wilden Westen oder im zivilisierten Amerika, wie auch immer, gab es Hahnenkämpfe und da wurde dann immer nicht zum Schluss... Nicht so zivilisiert, ne? Irgendwie das mal dann vielleicht nicht so zivilisiert, das stimmt, aber da hat man dann gesagt, der Gewinner hat zum Beispiel die Drinks, der wurde dekoriert mit dem, wenn der eine Hahn gestorben ist, dann hat man ihm die Schwanzfeder ausgerissen und der Gewinner hat das an den Drink bekommen, das war der Cocktail. Und dann wurde auf den Gewinner getrunken. Da gibt es so verschiedene Anekdoten. Es gibt, glaube ich, 7, 8 Versionen, wo das Wort herkommt. Die, die wir ganz charmant finden, ist eine bisschen andere. Die kommt aus New Orleans. Und da sagt man, früher war es üblich, dass Alkohol auch in Apotheken verkauft wurde. Und viel wichtiger, wenn man seine Magenbeschwerden hatte, so ein Magenbitter braucht, irgendwie so ein Grummeln im Magen. Dann hat man gesagt, ich gehe mal in die Apotheke und das war natürlich anders als heute, da kriegte man keine Verpackung. Da hat man dem sozusagen aus der großen Flasche was eingeschenkt, hat gesagt, trink mal. Das waren die Magenbitter, die später Cocktailbitters wurden, also sehr starke, reduzierte Gewürzmischungen, leicht alkoholisch oder stark alkoholisch. Und man sagt, ein bekannter Apotheker aus New Orleans, der hieß Antoine Pichot, der hat seinerzeit angefangen, seine Magenbitter, der war ganz clever, der hat gesagt, naja, ich weiß ja, wie die Leute ja am meisten trinken, ich gebe zu dem Magenbitter, gebe ich einen Schuss Whisky und ein bisschen Zucker, dann schmeckt der besser. Also Whisky für die gute Laune und Zucker für den Geschmack. Und hatte das in der Not, hat er gesagt, ich brauche so kleine Gläser und hat Eierbecher genommen. New Orleans, früher französischsprachig, das waren die Coquitiers. Man sagt, daher kommt das Wort Cocktail, weil man aus diesen Eierbechern angefangen hat, Whisky mit einem Schuss Medizin und ist ja immer sehr medizinisch hier und etwas Zucker zu trinken, damit es geschmackvoller wird. Und mindestens genauso viele sagen natürlich, dass alles Unsinn ist und haben auch keine bessere Erklärung. Genau. Diese Bitters von Herrn Pichot, insbesondere seinen Pichot-Bitter, die wurden sehr berühmt und er hat dann irgendwann angefangen, das auch außer Haus zu verkaufen, wurde immer größer, hat so einen Brand gegründet, man konnte es dann irgendwann in Flaschen kaufen. Dieser kleine Bitter, sehr rot. Der wurde übrigens 1886 oder sowas auf der Weltausstellung in Hamburg-Altona zum besten Bitter gekürt. Ja. Also deswegen muss jeder Hamburger mal diesen Bitter natürlich. Steht auch immer noch auf dem Etikett drauf, kann man schon genau sehen. Und in New Orleans gab es nun, sie trinken einen Sazerac-Cocktail, dazu erzähle ich eine Geschichte, weil das ist ein typischer Cocktail, der darf auch das Wort Cocktail benutzen, weil der ist ein Cocktail, da kommen wir gleich zu. Der hat nämlich ganz viel Whisky, und also später wurde es Whisky, am Anfang war es ein Cognac. Das, was Sie trinken, schmeckt Ihnen das oder sagen Sie, oh? Das ist ja, gemischte. Sehr gute Audience, gibt noch keinen, ja, wir können gerne noch ein, zwei helfende Hände gebrauchen, wer Lust hat, kann eben eine Runde, da hinten steht eine Menge, er muss nur mal rausschicken, die sind zu viert da am, ja, sehr gut, Hagen, sehr gut. Hagu. Ja. Für die Gemeinschaft. Ja. Twitter-Handle @ausnahmsweise, Doppellob, sehr gut. Hagen wurde letztes Jahr schon von der deutschen Wikipedia und der englischen Wikipedia gebannt, weil er unsere Definition einer Bar in die Wikipedia eingetragen hat und die das auch als Vandalismus betrachtet haben. Wir haben während des Vortrages, habe ich darum gebeten, er hat eine schöne Definition für die Bar, das war Intoxication as a Service. Da haben wir gesagt, wenn jemand hier, ich bin ja nicht so firm, aber einer von euch Hackern so, wenn das einer ändern könnte in Wikipedia, hat er gleich gemacht. Hat nicht 10 Minuten lange später gehalten. Waren wir für eine Stunde lang online, das war unser Glory Fame. Und dann wurde er gebannt. Und aber vielleicht die Bitte an die anwesenden Journalisten und Journalistinnen, wenn ihr darüber schreibt und diese Definition verwendet, können wir es als Referenz an Wikipedia angeben. Ah! Er hat mir das erklärt, so läuft der Hase. Ja, ist lustig. Ja, ja. So, auf jeden Fall dieser Sazerac, den Sie jetzt trinken. Da war die Geschichte so, es gab eine Firma, die hat angefangen, auch ein Lokal zu betreiben. Das war das Coffeehouse in New Orleans. Und die haben dort, weil die französischsprachig waren, die haben sozusagen von ihrer Verwandtschaft einen Cognac importiert. Das war der Sazerac de Froid et Fie. Und diesen Cognac haben die, weil der Pichot bitte auch so berühmt wurde in New Orleans, dann mit diesem Pichot und etwas Zucker immer serviert. Das trinken sie jetzt. Da kommt noch so ein Tropfen Absinth rein. Wenn Sie es rausschmecken, da ist ein ganz bisschen Absinth mit drin. Man kann es so riechen vielleicht, aber sehr wenig. Mehr so als Gewürz. Dann dieser rote Bitter, ein bisschen herb und viel Cognac.
Und dann irgendwann ist es leider passiert, dass in Frankreich die Reblaus alle Cognac-Bestände vernichtet hat und Cognac sehr rar und sehr teuer wurde. Dann gab es auch in Amerika wenig Cognac und dann haben die angefangen, Roggenwhisky zu nehmen, Rye-Whisky. Ja. Das war dann so erfolgreich, dass dieses Haus irgendwann angefangen hat, seinen eigenen Rye-Whisky herzustellen. Mittlerweile ist jetzt ein paar Mal verändert worden, die heißt aber immer noch Sazerac Company und es gibt auch einen Rye-Whisky, der Sazerac heißt, das ist nach diesem Drink. Und das ist im Prinzip ein typischer Cocktail, weil er besteht wirklich aus sehr viel Alkohol, ein Tröpfchen Absinth, eine Nuance medizinischen Bitters und eine bisschen schmackhafte Portion Zucker, nicht zu viel. Aber natürlich. Herr Mayer, könnten Sie vielleicht noch mal kurz die Getränkekategorien genau erklären? Genau, dazu nämlich, also im Bildungstrinken geht es auch mal darum, dass man, wir haben das, ich glaube, letztes Jahr auf der Bühne so definiert, wir wollen natürlich, dass unsere Gäste und jetzt hier Bildungshörer, Trinker, Freunde, Zuhörer, nicht dumm dastehen. Also wir wollen erreichen, dass wenn Sie zu Hause auf einer Party sind oder bei Freunden und über Alkohol reden, müssen Sie natürlich immer mehr wissen als der andere. So das extra Wissen, damit Sie am Ende des Abends alle sagen, Alter, wieso ist der oder die immer so cool? Oder weiß das alles? Das ist natürlich unser Ziel. Das ist zum Beispiel, wenn jetzt immer, da müssen Sie zum Beispiel aufpassen, wenn Sie über Cocktails reden. Bei Cocktails, die Definition ist nach wie vor, ist ein kleiner Drink, wenn man jetzt so die Barkeeper-Regeln betrachtet, 7cl, 8cl, sehr klein. Die Definition ist sehr viel Alkohol, bitter, Zucker, also ein Cocktail ist kein Whisky Sour, das ist kein Cocktail. Ein Gin Fizz ist kein Cocktail. Ein Tom Collins ist kein Cocktail. Ein, fällt dir noch was ein? Heißen sie auch Sour. Gin Basil Smash ist kein Cocktail. Ein Julep Collins ist kein Cocktail. Bitte? Ja. Irgendwann, aber wenn ich groß bin, mein nochmal ein Cocktail. Hast du die Flips und die Eggnogs und die Smashes? Ja, es gibt irgendwie 30 Getränkekategorien, das interessiert natürlich ja im Grunde genommen keine Sau, Entschuldigung. Aber es ist relativ aber einfach. Aber Barkeeper sind ja manchmal so ein bisschen picky. Haben ja diese Namen und wenn das Ding Gin Sour heißt, dann ist die Kategorie. Es ist ein Sour und ein Sour ist immer Zitrone, Zucker und Alkohol und ein Fizz ist immer Zitrone, Zucker, Alkohol und so ein Tropfen Mineralwasser, dann wird der fizzy und tanzt auf der Zunge und wenn Sie einen Collins haben, müssen Sie viel Wasser nehmen, das ist ein großer Drink, der sehr erfrischend ist und wenn Sie einen Julep haben, ist das immer Alkohol mit Minze und Zucker und wenn Sie einen Smash haben, ist das Alkohol, Zitrone, Minze und Zucker. Ich kann weitermachen, es gibt 30. Seien Sie vorsichtig mit der Verwendung des Wortes Cocktails. Ja. Also wenn Sie jetzt hier so ein bisschen brillieren wollen. Kann sich immer mit Mixed Drink behelfen, das ist eigentlich eine... Genau, Mixed Drinks, da sind Sie immer ganz weit alles vorne, super. Können Sie nichts falsch machen. Sagt auch sonst niemand, weiß genau man gleich, das ist ein Nerd. So, wir müssen reden, wir haben jetzt ein bisschen über die Herkunft des Wortes Cocktail geredet. Dann haben wir uns überlegt, okay, Cocktail ist das eine, aber es geht auch um die Bar. Und das ist ein Wort, das irgendwie niemand so richtig definiert. Bar ist schwierig zu definieren. Es gibt so eine Geschichte, dass man sagt, im Wilden Westen oder im zivilisierten Amerika wurde Alkohol in Drugstores verkauft und irgendwann hat man festgestellt, dass das ungünstig ist, weil der wurde auch vor Ort getrunken und da gab es ein bisschen Ärger, Reibereien. Man kennt das kann mir gar nicht Spätis vorstellen. Und da hat man gesagt, eigentlich macht es ja Sinn, wenn wir eine Barriere, eine Bar einbauen, die den Konsumenten vom Ausschenkenden trennt. Und man sagt da, dass so dieses Wort Barriere wäre so ein Urbegriff für das Wort Bar. Ich will da den Amerikanern jetzt gerade mit unserem Europathema hier nicht zu viel. Ich meine, Theken gab es schon immer, also so neu war das jetzt nicht. Also das erzähle ich natürlich gerne. Raising the bar. Was ich allerdings an dieser Definition mag, ich finde für mich, ich weiß nicht, wie es für Sie ist oder für euch, ich bin jetzt aber schon bei Sie, abends muss ich immer alle sitzen, deswegen, das liegt mir so, tut mir leid. Das ist eine Berufskrankheit. Berufskrankheit, ja. Ich finde, Bar für mich ist halt keine Gaststätte oder keine Kneipe oder auch kein Tresen. Für mich ist halt eine Bar eine sehr spezielle Form, eine ganz kleine Nische, also wenn es eine richtige Bar ist, die für mich halt keine Gaststätte ist und keine Kneipe und keine Theke und Bar ist halt was anderes. Aber es ist auch gar nicht so leicht zu definieren. Zum Glück gibt es Literatur zum Thema. Ja. Zum Beispiel aus dem Jahr 1960 das Buch Wir mixen. Das war das erste Barbuch der DDR. Ich dachte mir, hier im... In Berlin ist das, können wir das mal ausgraben aus dem Archiv, das ist schön. Und Sie beschreiben die Bar als Einrichtung im Gaststättengewerbe und die Entwicklung und das Wesen der Bar unter kapitalistischen Verhältnissen. Das ist wunderbar. Es geht los. Unter kapitalistischen Verhältnissen hat sich die Bar als eine besondere Einrichtung im Gaststättenwesen beziehungsweise als eine besondere Form der Gaststätte herausgebildet. Sie steht eng mit dem Ausschank von Mischgetränken in Verbindung. Ausschlaggebend für das Erstellen und die Weiterentwicklung von Bars war das Profitstreben der Gaststättenbesitzer. Diese hatten bald herausgefunden... Ich habe drei Kinder zu ernähren. Hallo, hallo, hallo. Diese hatten bald herausgefunden, dass durch das einmal geweckte Bedürfnis nach schmackhaften Mischgetränken für sie eine zusätzliche Profitquelle entstanden war.
Sie taten alles, um dieses Bedürfnis ständig weiter zu fördern, dadurch, dass sie einerseits das Angebot an Mischgetränken laufend erweiterten, verbesserten und den speziellen Wünschen anpassten und andererseits neue Formen der Bewirtung der Gäste schufen. Insbesondere fand das seinen Ausdruck darin, dass die Mischgetränke unmittelbar vor den Augen der Gäste an der Bartheke zubereitet und ihnen individuell serviert wurden. Unter kapitalistischen Verhältnissen dienen die Bars dazu, den Angehörigen der herrschenden Klasse und bevorzugten Schichten, die über das notwendige Geld verfügen, um sich in Bars vergnügen zu können, ihre Langeweile zu vertreiben oder sich in mehr oder weniger zweifelhafter Begleitung zu amüsieren. Dieses Publikum gibt natürlich den Bars das entsprechende Gepräge und beeinflusst das Milieu wesentlich. Die Werktätigen dagegen gehen nur zu dem Zweck in die Bar, um sich zu berauschen und auf diese Weise die Sorgen des Alltags zu vergessen. Das nennen wir übrigens Wirkungstrinken. Also auf den Podcast warten wir noch. Also es kann noch einer, kann noch einer das Bett antreten. Meist eine gesunde Mischung haben. Haben sie aber nicht das notwendige Geld, um die hohen Preise in den Bars bezahlen zu können. Ganz abgesehen davon, dass sich die Arbeiter in dieser Gesellschaft kaum wohlfühlen. Diese Fakten sind eine entscheidende Ursache dafür, dass gerade in dem Leben in der Bar, es handelt sich dabei fast ausschließlich um eine Form des Nachtlebens, ganz offensichtliche Dekadenzerscheinungen der kapitalistischen Gesellschaft zum Ausdruck kommen. Das kann ich bestätigen. Ja. Hier zeigt sich besonders deutlich, dass es in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung nicht mehr gelingt, eine sinnvolle Unterhaltung und Freizeitgestaltung zu schaffen, sondern dass Unmoral, Ausschweifung und dergleichen unausbleibliche Begleiterscheinungen kapitalistischer Verhältnisse sind. Diese Umstände haben die Bars bei vielen Menschen in Verruf gebracht. Der Barkeeper, Mixer oder wie er sonst noch genannt wird, steht selbstverständlich nicht außerhalb dieser Verhältnisse. Seine Arbeit wird wesentlich durch die genannten Umstände bestimmt. Von den Inhabern einer Bar, die selbst hinter der Bartheke tätig sind, ist es nicht anders zu erwarten, als dass sie unmittelbar versuchen, so viel wie möglich an ihren Gästen zu verdienen. Bei ihnen steht das Profitinteresse immer im Vordergrund. Sie werden deshalb nur dann darauf einwirken, dass die Gäste sich in der Bar sinnvoll unterhalten, wenn ihnen das die Einkünfte nicht schmälert. Hallo? Das mit den Preisen hatte ich erwähnt, oder? Für die Getränke, also 3-4 Euro vielleicht. Am Ausgang sind die Kassen auch. Können auch per App bezahlen. Sie werden eher allen Ausschweifungen, Erscheinungen des Lasters und so weiter noch Vorschub leisten, wenn ihnen das den notwendigen Profit bringt. Wenn die Barbesitzer in bestimmten Maße auf die Wünsche und Bedürfnisse der Gäste eingehen, dann vor allem deshalb, um mehr Kunden für sich zu gewinnen und damit den Profit zu steigern. Aber auch der Mixer als Angestellter ist diesen Bedingungen unterworfen. Er muss den Besitzern seine Arbeitskraft und damit seine Fachkenntnisse verkaufen und alles tun, um für diese den größtmöglichen Gewinn zu erzielen. Würde er sich nicht so verhalten, müsste er damit rechnen, sehr bald auf die Straße gesetzt zu werden. So bleibt dem Mixer unter kapitalistischen Verhältnissen nichts anderes übrig, als sich einerseits auf die Interessen seines Geldgebers und andererseits auf die oftmals überspannten und unnatürlichen Wünsche seiner Gäste einzustellen. So ist das im Kapitalismus, ja, ja. Dabei kommt es nicht selten vor, dass Fachinteressen, guter Geschmack und niveauvolle Betreuung der Gäste stark in den Hintergrund treten. Diese Umstände behindern den Mixer oftmals, sich seinen Bedürfnissen bzw. fachlichen Gesichtspunkten entsprechend zu entwickeln und zu bewegen. Sie führen leider oft dazu, dass sich der Mixer in falscher Richtung qualifiziert, indem er mehr Wert auf unnötige Effekte und heuchlerische Liebesdienerei legt, als auf sachliche, korrekte Bedienung der Gäste. Das ist aus dem ersten Barbuch der DDR. Und es ist alles hundertprozentig wahr, auch heute. Man findet gewisse Parallelen. Also ich kann nicht sagen, also ein paar Sachen muss ich durchaus sagen, ja, kenne ich. Ich kenne die natürlich nicht bei uns. Sachliche, korrekte Bedienung der Gäste. Genau. Heuchlerische Liebdienerei. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, gut. Ist eine Betrachtung der Bar. Deckt auch einige Punkte ab, die ich ganz interessant finde. Ich finde sie nicht so allumfassend. Charles Schumann hat mal gesagt, eine Bar ist ein Ort, den man als sein Wohnzimmer betrachtet, wo man ein Stück zu Hause ist, aber gehen kann, wenn man will. Das ist viel wert. Finde ich irgendwie netter. So, das Wohnzimmer hört sich gut an. Auch konziser. Sonst hilft der betreuende Wohnzimmerwirt. Nicht wie zu Hause. Genau. Es gibt verschiedene Ansichten. Es gibt so eine Bar, wie gesagt, die Jungs hatten ein bisschen Probleme mit der kapitalistischen Bar. Ich finde es halt einfach, ich finde es eine ganz tolle Sonderform der Gastronomie, die ist immer sehr persönlich. Wenn es für mich eine gute Bar ist, da gibt es eine sehr persönliche Ansprache. Aber dennoch, und da kommen wir gleich, das ist auch ganz wichtig, da wird schon Zuckerbrot und Peitsche gepredigt. Also eine Bar, wo man sich anbiedert und jovial ist, finde ich ganz doof. Also man muss schon so einen Kollegen wie Bauer im Zaum halten, dann bleibt er lange freundlich, dann ist man nett und man mag ihn immer wieder begrüßen. Man darf die Dämme manchmal nicht einbrechen lassen. Ja, die Hände genau. Wir trinken jetzt übrigens das Getränk hier, das heißt Brainstorm, kommt von 1920.
Und ist auch ein Cocktail, weil es hat ganz viel irischen Whisky und einen Hauch von einem Honiglikör. Und es ist stark. So ein kleines Glas wird Ihnen helfen, dass Sie warme Ohren bekommen, das schwöre ich. Vorsicht. Gerade bei dem Wetter draußen, sehr wichtig. Gerade. Aber es gibt auch so, zum Beispiel Louis Bunuel hat, was hat er für Filme gemacht? Oh Gott, verfasst du den falschen. Jedenfalls, Bunuel kennt der. Der hat eine sehr eigene Vorstellung von der Bar. Und zwar den Gegenentwurf eigentlich zu dem antikapitalistischen Traktat. Zu den Jungs aus der DDR, ja. Nämlich, zusammen mit Freunden entwickelten wir die Idee einer Bar, die zum Kanonenschuss heißen und skandalös teuer sein sollte. Die teuerste Bar der Welt. Da soll es nur ganz exquisite Drinks geben. Es sollte eine intime, sehr bequeme, in erlesenstem Geschmack eingerichtete Bar sein, mit höchstens 10 Tischen. Vor der Tür, deshalb der Name, sollte eine alte Kanone mit Lunte und schwarzem Pulver stehen. Und immer wenn ein Kunde $1000 ausgegeben hatte, ob am Tage oder bei Nacht, sollte ein Schuss abgefeuert werden. Dieses verlockende, wenn auch wenig demokratische Projekt gelangte nie zur Ausführung. Ich gestatte daher jedermann, sich der Idee zu bemächtigen. Man stelle sich vor, wie ein mittlerer Angestellter im Wohnblock nebenan um 4 Uhr morgens von einem Kanonenschuss geweckt wird und zu seiner neben ihm im Bett liegenden Frau sagt, wieder so ein Saukerl, der $1000 auf den Kopf gehauen hat. Ja, also wie gesagt, der gute Mann hatte eine ganz andere, für den war eine Bar halt schon so ein bisschen dekadent, oder man erst ein bisschen verspielt gemeint. Kapitalistische Dekadenzerscheinung der Gesellschaftsordnung. Genau. Eine Bar ist ein einzigartiger Platz. Ich finde es... Ich mache das seit 20 Jahren, ich arbeite seit 20 Jahren nachts in der Bar, es ist halt, ich kann da nur Gutes drüber sagen, also tut mir leid, ich kann das immer nur gut heißen. Ich finde Bars was ganz Besonderes und kommen wir nachher nochmal zu, ich finde im Moment gibt es so ein paar Bestrebungen in Deutschland, aber auch im Ausland, Alkoholkonsum sehr stark einzuschränken. Was ich ein bisschen schade finde und wo ich hoffe, dass wir mit dem Bildungsring einen minimalen Stein des Anstoßes legen, weil Alkohol trinken muss halt nicht nur in groben Mengen auf der Reeperbahn in Hamburg und dann sich mit der Polizei kloppen hinterher. Da gibt es viele Facetten und ich finde Alkohol eine, also gerade die Bar hat Alkoholkonsum extrem kultiviert über viele Jahre und das zu was ganz Besonderem gemacht. Und vielleicht müssen wir noch eine Partei gründen oder so, weiß nicht, Bildungstrinkenpartei. Weil ich finde, da wird einfach, das wird immer falsch dargestellt. Ich also, vermute, sie würde mehr Zuspruch. Ich weiß, dass Alkohol eine gefährliche Droge ist. Das ist. Man muss da sicherlich ein gesundes Verhältnis zu haben. Aber ich finde, es gibt eine ganz große Kultur drumherum. Man sollte natürlich zu allen Drogen ein gesundes Verhältnis haben. Ja, gut. Es sind nicht so viele legal, aber stimmt. Deshalb sollten die auch nicht alle illegal sein. Ne? Das stimmt. Okay. Also, wie gesagt, eine Bar, es gibt verschiedene Definitionen. Es gibt viele tolle Bars auf der Welt, immer wieder verschiedene Listen. Einige haben es zu großem weltweiten Ruhm geschafft. Harry's Bar in Venedig, Harry's New York Bar in Paris, die Ritz Bar, Waldorf Astoria, La Floridita in Kuba. Es gibt eine unzählige Menge von Namen. Die sind vielleicht heute gar nicht mehr so cool. Die sind aber weltberühmt geworden, weil das, glaube ich, Plätze waren, wo etwas ganz Besonderes passiert ist jede Nacht, wo es eine ganz besondere Interaktion gab und wo irgendwas passiert ist, was jenseits... Vielleicht, was die Jungs aus der DDR ein bisschen falsch dargestellt haben. Ich glaube, wer so eine außergewöhnliche Bar macht, der mag sich für den Profit interessieren, weil er irgendwie auf seine Rechnung zahlen will. Aber ich glaube, in einer guten Bar passiert auch immer nachts noch was anderes. Und deswegen macht es mir Spaß, seit 20 Jahren das zu machen. Kommen wir zum Barkeeper, den es ja auch noch gibt. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Der Mann André, ohne ihn hinten würde nichts viel passieren. Die Hände genug. Wir brauchen einfach mehr helfende Hände, die Drinks rausbringen. Also sie können, man kann es hinten noch abholen oder so. Ihr kommt nicht hinterher? Okay, alles klar, alles klar. Dann brauchen wir noch jemanden zum Ausschenken. Wir brauchen mehr helfende Hände. Okay. Reden wir über den Bartender. Es artet in Tumult aus, das gefällt mir. Teilweise natürlich nur. Riot, der große Republika-Riot 2015. Der Riot, ja. Worüber ich eben schon sagte, was in der Bar, glaube ich, sehr wichtig ist und was es unterscheidet von einem, vielleicht von einer einfachen Gaststätte oder so, oder das will ich gar nicht schlecht reden, da kann es auch so sein, jemand, der hinter der Theke steht. Was wichtig ist, man muss eine Balance halten zu seinem Gast. Ich glaube, das macht eine gute Bar aus, dass man sehr freundlich ist und sehr zuvorkommt, aber auch eine gewisse Distanz hält, weil Alkohol natürlich den einen oder anderen verändert und manchmal auch so schnell, dass es vielleicht gar nicht geahnt hätte. Und das gucken wir uns heute hier an. Deswegen servieren wir so viele harte Drinks. Wir gucken mal, wie das in einer halben Stunde hier aussieht. Und deswegen gibt es viele, also eine gute Bar zeichnet sich dadurch aus, dass ein Barkeeper da auch sich drum kümmert. Und es gibt einen schönen Text von, das ist ein sehr altes Buch, 1888, zurück zum Thema Europa. Harry Johnson kam aus Deutschland, hat eins der ersten, nicht das allererste, oder seine Verwandten kamen aus Deutschland. Er war, ich glaube, geboren in Deutschland, ist dann nach Amerika gegangen.
und ist eine Größe geworden in Amerika und der hat ein sehr schönes Handbuch über Barkeeper und die Bar geschrieben 1888 und der sagt Folgendes. Achso, du bist... Der sagt... Jetzt sagt er was, ja. Als allgemeine Regel ist in unserem Geschäft anzusehen, dass jeder Besitzer oder Bartender seine Gäste mit Respekt, wie ihn die echte Höflichkeit verlangt, bedienen. Dazu gehört auch, dass man seinen Gästen die besten Liköre, Weine, Biere und Zigarren vorsetzt. Bezüglich der Preise muss jeder Besitzer sich nach der Klasse der ihn besuchenden Kundschaft richten. Indem man an seinen Prinzipien festhält und dem Publikum zeigt, dass man reell in jeder Beziehung ist, wird man sich Achtung aller und ein gutes Renommee erwerben. Man verkaufe nie an betrunkene oder unmündige Personen Getränke oder dulde Leute, die sich unanständig benehmen in seinem Lokal. Oft genug ist hier dem Barbesitzer Gelegenheit gegeben, erzieherisch zu wirken und einen Menschen, der aus Verzweiflung oder infolge häuslichen Kummers zum Trinker geworden ist, mit begütigenden Worten auf den rechten Weg zurückzuführen und ihn, wenn es angebracht ist, durch kleine Beträge zu unterstützen. Auch sollte man unserem Geschäft Kunden gegenüber, mögen sie elegant oder einfach gekleidet sein, niemals einen Unterschied machen, solange sie anständig bleiben. Dem reichen Bankier wie dem armen Arbeiter verabreiche man dieselbe Ware. Es müsste denn sein, dass man das mit Leuten zu tun hat, die einen größeren Wert auf die Quantität als auf die Qualität legen. War also schon 1888 ein Problem und er hat es erkannt. Eine Unsitte, die namentlich bei Neueröffnungen von Lokalen vorkommt, bleibt es auch, Gäste zu animieren und allzu oft zum Trinken einzuladen. Die Aurea Mediocritas bleibt da der beste Weg. Bei einer solchen Geschäftsführung wird man sich die Achtung seiner Kundschaft erwerben und erhalten und sicher und rasch eine gute Existenz gründen. Bei Einschlagen eines falschen Weges kann jedoch der Misserfolg nicht ausbleiben. Auf Ehrenhaftigkeit, Geschick und taktvollem Benehmen beruhen die Geheimnisse des Erfolgs. Truer words were never spoken. Ja, da hat er recht. Also, bitte? Das, wir wollten ja über die Bar nachdenken, das Getränk heißt Brainstorm. Ja. Kommt aus einem Barbuch von 1927 und ist sehr viel irischer Whisky. Statt des Zuckers ist es in diesem Fall eine Art Honiglikör. Nicht einfacher Zucker, sondern es heißt Dom Benediktin, das ist ein bisschen Honiglikör. Und dann kommt statt des Wassers etwas weißer Wermut dazu, aber trotzdem in so Mengen wie bei einem Cocktail, also viel Alkohol. Wir ersetzen also alle Komponenten, die keinen Alkohol enthalten, durch welche die Alkohol enthalten. Und das wird dann auf Eis. Und ja, es ist, wie gesagt, das hat schon, das sind halt typische Cocktails. Klassische Shortdrinks, Cocktail ist ein Shortdrink. Deswegen zum Beispiel in unserer Bar servieren wir immer sehr viel Wasser zu den Drinks, weil wir sagen halt, lieber einen guten Drink. Und ein sehr berühmter Barkeeper, Harry Craddock, der hat das Savoy Cocktailbuch in den 30er Jahren geschrieben, der sagte einmal, als er von einem Journalist gefragt wurde, how to drink a cocktail, und der sagte, die Antwort war quick, while it's laughing at you. Weil wenn man ihn zu lange stehen lässt, wird er warm und schmeckt nicht mehr oder verändert sich. Aber man muss natürlich nicht permanent schnell trinken. Man kann natürlich zwischen den Getränken eine Pause einlegen, Wasser trinken, das ist der Trick. Also man muss nicht viele Drinks hintereinander, sondern nur den Drink dann schnell, weil dann schmeckt er besser. Wenn ich immer so lange an meinem Glas rumlümmel, dann wird das nichts, dann wird der Drink zu warm. Und das versuchen wir im Lillio auch. Wir sagen, es sind viele Shortdrinks, aber es gibt natürlich so viel Wasser, wie man will, das immer aufs Haus. Ich habe mir immer gedacht, wenn man mit Wasser Geld verdient, das ist irgendwie falsch. Ja. Mit Alkohol gerne, der Kapitalist, aber dann, ja. Und ist natürlich auch nur Leitungswasser, aber gefiltert, nein. Aber, aber auch das wollen Sie ja privatisieren. Aber auch das, ja, genau. Aber ja, das ist halt der Brainstorm. Wir reden über den Barkeeper. Weiß nicht, sollen wir den einen weglassen? Sonst glaube ich schon. Ja, okay. Und wir haben so ein, zwei Texte, weil, wie gesagt, Barkeeper sind sehr, ist jetzt schwierig für mich darüber zu reden, weil ich bin ja einer. Wolltest du gerade falsch rumscrollen? Du wolltest gerade falsch rumscrollen? Ja, entschuldige, ich bin hier nicht so ein, du machst das anders, keine Ahnung. Ich mach das richtig. Ja, ja, egal. Auf jeden Fall. Ich weiß es selber aus der Bar, was für mich extrem schwierig ist, ist Barkeeper zu finden. Der Job Barkeeper hat seit den letzten 5, 6, 7 Jahren, vielleicht auch so in Verbindung mit Kochshows und dieses ganze Genussthema wird größer, gibt es wieder deutlich mehr Interesse. Es gibt auch viele Barkeeper, aber es ist extrem schwierig, jemanden zu finden, der das wirklich durchhält. Weil einmal, man muss halt wirklich, wir haben zum Beispiel Mario, ist einer, das ist der Mitarbeiter, der seit längsten mit uns ist, seit 8 Jahren, ist ein ganz toller Mitarbeiter. Das muss man sich vorstellen, der ist 5 Nächte die Woche, immer von 18 Uhr bis 4 Uhr morgens. Ab Mitternacht ist ein Großteil der Leute, wie Herr Bauer sagt, intoxikiert. Also man merkt das schon, einige nett, andere nicht.
Und da werden dann vielleicht die Gesprächsthemen auch nicht mehr ganz so hochwertig. Man muss trotzdem freundlich bleiben und nett. Und ich finde, das ist ein sehr spezieller Beruf. Und da noch seine, ich glaube, da gibt es eine Menge Punkte, wo man seine Freude rausholen kann und wo man tolle Sachen macht. Das ist ein sehr spezieller Beruf. Aber es ist unglaublich schwer, Leute zu finden, die das ernsthaft machen und nicht halt nur Party, Saufen, Vögeln, Entschuldigung, und Koksen. Das ist so das Klischee des Barkeepers. Und da gibt es auch eine Menge, die ein bisschen jünger sind. In meinem Alter schaffe ich das nicht mehr. Aber ich muss jetzt auch seriös machen. For lack of trying. Ja, aber lass das Koks einfach weg. Aber das hat man immer wieder in der Zeit, also wo in der Literatur so Texte auftauchen oder wo man es vielleicht auch selber merkt. Manchmal trifft man auf Leute, die da wirklich ganz besonders sind und die das extrem gut machen. Und es gibt einen ganz tollen kubanischen Schriftsteller, Hector Zumbado, der hat in den 70er Jahren mal über die kubanischen Barkeeper geschrieben, die lange so als die Elite der Welt galten. Er schreibt in El Sexto Sentido del Barman, dass ein Bartender: diplomatic, polyglot, like skilled ambassadors, discreet and reserved, they have a good feel for psychology and a deep understanding of human nature. They are father confessors, competent advisors on a multitude of complex and delicate issues. They are stoic, capable of enduring with unlimited comprehension and courtesy all the incoherence of the mad world that sometimes condenses in a bar. They have the elegance of a symphony conductor, the precision and calm of a surgeon ready to operate. They are the chemists of today, the botanists of the 18th century, the alchemists of the Middle Ages, capable of willing the creation of cool, shining gold. They are experts on the topics of sport and international politics, but never give in to passionate discourse. They are philosophers and may need to be telepaths. And to top it off, they need the memory of an elephant. Ich glaube, es ist eine andere Herangehensweise. Es ist dann nicht nur der Mann oder die Frau, die irgendwie, wie gesagt, einem den Wodka Red Bull reicht, sondern... Das wäre ein super motivational Video, wenn man die ganze Zeit so Bilder, Montagen, Tiger, Feuer, Leute, die Fackeln emporrecken. Okay, sehr schön. Aber, wie gesagt... vielleicht, wenn Sie das nächste Mal in eine Bar gehen. Wertschätzt euren Barkeeper. Genau, in der Regel haben wir schon mal drüber gesprochen, es ist nicht Ihr Schaden, weil wenn die Barkeeper wertgeschätzt werden, dann wertschätzen sie auch Sie und in der Regel werden sie bevorzugt behandelt. Hagen weiß das, kriegt immer Freidrinks, ist irgendwie ein netter Kerl. In der Regel, wenn man nicht ganz dumm ist und so seine Lieblingsbar in der Stadt sucht, dann sollte man da mal, wenn man gesagt hat, dass der Platz ist es, dann muss man mal sich auch ein bisschen Mühe geben. In der Regel hat man da eine Menge von, über die Jahre. Also, das ist zumindest meine Erfahrung. Man ist mal sehr dankbar. Ja, wir kommen so langsam zum Ende, das wäre jetzt über die Barkeeper. Ich habe da eben schon mal drüber geredet, wir haben kurz über die Cocktails geredet, die Bar, die Barkeeper. Ja, ich glaube, wir haben sogar noch mehr, es kommt gleich noch, also wie gesagt, es ist noch eine Menge da, es kommt gleich noch ein Tequila Negroni, habt ihr schon, der sieht so aus, ja. Der Bottleneck ist tatsächlich gerade der Bottleneck, wir können nicht schneller ausschenken. Ist das der letzte Drink, der rote? Geschmeckt das? Bitte? Oh, ist zu bitter? Eigentlich müsste ja so süß-bitter sein. Ich probiere mal einen. Ah, geht. Separates the boys from the men. Ich merke das schon. Also das ist, sie trinken jetzt als letzten Drink einen Negroni. Aber, das haben wir letztes Jahr auch schon mal serviert, Negroni ist normalerweise ein klassischer Drink aus Gin, Wermut und Campari. Aber den wollten wir eigentlich zum Thema Barkeeper servieren. Jetzt sind wir ein bisschen schneller als die Drinks. Weil Barkeeper trinken Negronis A sehr gerne und B ändern die immer ab. Die nehmen dann immer anderen Alkohol. Also bei einem Barkeeper Negroni haben sie immer doppelte Menge Alkohol. Das ist so, die trinken das ein bisschen anders. Und in diesem Fall ist es Tequila, 100% Agave-Tequila, ein sehr guter Tequila. Das schmeckt dann ein bisschen anders. Also sie haben so 5-6 cl Tequila und ein bisschen von dem anderen. Ich finde es sehr lecker. Sie gucken so ein bisschen entsetzt. Ich habe Ihnen gesagt, wir sind jetzt im zweiten Jahr, das wird hier anständig. Ja. Also, hier kommt keiner lebend raus, ja? Genau, genau. So, aber so ein bisschen abschließend, ich saß vor kurzem, letzte Woche ist die Deutsche Bahn ja noch gefahren und da saß ich in einem Zug und da war Folgendes passiert, ich war erst im ICE und der war so voll, dass es irgendwie keine Sitzplätze gab, also gab es keine Steckdose, also war mein Telefon irgendwann leer. Das ist natürlich in heutigen Zeiten relativ schlimm, wenn man in Osnabrück, das ist auch nicht so eine große Stadt, Osnabrück, also ich stand in Osnabrück auf dem Bahnhof. Und in Osnabrück war mein Telefon leer, das hatte noch 4% und ich wusste, dass ich in Diepholz, wo ich hin wollte, ganz klein, da musste ich noch einen Notruf absenden. Also musste ich bei 4% mein Telefon ausstellen, damit ich nachher noch einmal telefonieren kann. Und dann verschwindet die Außenwelt plötzlich. Genau, und dann denkt man, was machst du denn jetzt? Also jetzt musst du einmal warten auf den Zug und dann fährt man eine Dreiviertelstunde Zug. Also habe ich was ganz Ungewöhnliches gemacht, ich habe mir eine Tageszeitung gekauft. Und jetzt müssen alle Publisher aufpassen. Ja.
Wieso? Tageszeitung. Ja, also ich habe eine Tageszeitung gekauft. Also was macht man in Osnabrück? Die Zukunft des Journalismus, des gedruckten Journalismus, liegt in der Laufzeit der Batterie, ja genau. Auf jeden Fall habe ich dann die neue Osnabrücker Tageszeitung mir gekauft und habe das gelesen. So durch, und da stand plötzlich ein Artikel drin, dass im Landkreis Osnabrück gab es wohl sehr viele Übergriffe im letzten Jahr, irgendwie 20% mehr als im Jahr vorher, auf Polizisten. Das ist natürlich sehr bedauerlich, das wertschätze ich nicht. Und die meisten Zugriffe, hat man gemerkt, waren unter Alkoholeinfluss. Also man hat gesagt, okay, wie viele Leute von denen, die Polizisten angegriffen haben, waren betrunken? Das waren relativ viele, 40% oder so. Und das, was den Regionalpolitikern eingefallen ist, ist natürlich, sie haben gesagt, okay, wir machen eine Sperrstunde, ab 1.30 Uhr ist hier alles vorbei im ganzen Landkreis. Man hätte auch die Polizisten von der Straße ist noch nicht holen. Durch, aber war so ein Vorschlag von irgendeinem langweiligen Politiker. Man kann sich genau vorstellen, was für ein Leben der hat. Der sitzt da in, der sitzt da irgendwo in seinem Einfamilienhaus, was er gebaut hat, in so einer Siedlung. Hat so 800 Quadratmeter. Ich will da niemanden schlecht reden. Ich weiß genau, was für ein Typ das ist. Und der hat halt keine Vision, dass es irgendwie auch andere Leute gibt, die mit Alkohol umgehen können. Und die da auch eine ganze Menge mehr draus holen als dieser arme, begrenzte Mensch, der vielleicht auf dem Schützenfest immer einmal im Jahr ein zu viel hat, dann wieder nach Hause geschickt. Und das ist ein bisschen schade. Und ich war vor kurzem mit jemandem unterwegs, ich mache immer so Barkeeper-Trainings, und da war ich zum einen unterwegs mit einem Schotten, der trainiert Manager darauf, wie man in Märkten wie Russland und China Geschäftsabschlüsse macht, indem man, er zeigt den Leuten, wie man sehr viel trinken kann und damit klarkommt, damit die Geschäftsabschlüsse machen. Also sehr spezielles Training, aber für Barkeeper nicht uninteressant. Und da war ein anderer Mensch dabei, das war ein Barkeeper aus Australien, der kam früher aus Berlin, Jakob Etzold. Und der hat erzählt von Australien. Und das fand ich erschreckend, weil in Australien ist mittlerweile eine ganze Menge passiert, auch in Sydney und in Melbourne. Da ist es zum Beispiel so, ab Mitternacht dürfen sie Alkohol nicht mehr in Gläsern ausschenken, sondern müssen Plastikbecher nehmen. Sie dürfen immer eine Viertelstunde pro Stunde keinen Alkohol servieren und müssen garantieren, dass die Leute Wasser trinken. Sie müssen Essen haben, eine Bar ohne Essen geht nicht. Wie will man das eigentlich garantieren? Keine Ahnung. Werden die dann so zwangsbefüllt? Oder? Und da ist auch eine Sperrstunde jetzt überall ab 1 Uhr. Sie müssen dann um 1 Uhr ist alles vorbei. Dann gibt es halt riesen Massenschlägereien, weil alle plötzlich um 1 Uhr auf der Straße stehen, so um die Taxis kämpfen. War jetzt nicht so ganz clever. Also in Australien ist das genussvolle Trinken schon extrem limitiert. Da darf man nur noch, ich glaube, 2 Einheiten pro Stunde an Gäste servieren und insgesamt nur 4 Einheiten über den Abend. Und das ist sehr limitiert. Man sieht, dass komplexe Systeme nicht funktionieren. Ja, und irgendwie ist das eine Tendenz. Freibier Europe. Ja, Freibier, die ich gefährlich finde. Also ich kann verstehen, dass man Angst vor Alkohol hat, aber ich finde, es ist ein bisschen Zeit. Das ist unser Anliegen. Wir müssen zum Ende kommen, sehe ich gerade. Wir sind schon bei halb. Das ist so ein bisschen unser Anliegen vom Bildungstrinken. Wir haben ja auch später angefangen. Wir können ja auch aber das wollen wir unseren Nachzüglern ja nicht anbieten. Also, aber ich will das Prohibitionszitat. Ach so, genau. Es gibt noch ein letztes Zitat, fand ich sehr schön. Eine Geschichte zur Prohibition. Das ist aber sehr nett. Vielen Dank. Prohibition in den USA 1919. In Amerika gab es ja mal eine Prohibition. Manche erinnern sich vielleicht. Ich nicht. Von 1919 bis 1933. Und der größte Sponsor dieser. Deswegen gab es überhaupt diese Bewegung, weil er so viel Geld da reingepumpt hat, war John D. Rockefeller. Der hat so viel Geld mit die gesponsert, dass die an die Macht kamen und dann dieses Gesetz verabschiedet haben. Und dann gibt es eine Geschichte, wo gesagt wurde, irgendwann hat entweder sein Sohn oder ein Freund ihn mal mitgenommen, 1932, und hat ihn in seinen eigenen Hochhäusern pro Hochhaus so 10 bis 15 illegale Bars gezeigt, die in den Hochhäusern stattgefunden haben, und ist mit ihnen mal 2 Abende in seinen eigenen Immobilien in illegalen Kneipen trinken gegangen. Und da hat er auch dauernd gute Geschäftsfreunde getroffen. Und daraufhin hat er einen Brief an den amerikanischen Senat geschrieben, hat gesagt, es macht irgendwie keinen Sinn, und hat das Geld entzogen, und daraufhin wurde das Alkoholverbot wieder aufgehoben. Und er hat einen schönen Brief geschrieben. Er schreibt, when prohibition was introduced, I hoped that it would be widely supported by public opinion and the day would soon come when the evil effects of alcohol would be recognized. I have slowly and reluctantly come to believe that this has not been the result. Instead, drinking has generally increased. The speakeasy has replaced the saloon, a vast army of lawbreakers has appeared. Many of our best citizens have openly ignored prohibition, respect for the law has been greatly lessened, and crime has increased to a level never seen before. Also das noble Experiment, wie man es nannte, hat nicht funktioniert. Ich hoffe, dass es nie wiederkommt. In diesem Sinne. Sämtliche Analogien zum War on Drugs sind zufällig. Genau. Tun Sie mir einen Gefallen, trinken Sie, aber trinken Sie mit Bedacht und trinken Sie mit Spaß und genießen Sie. Und vielen Dank fürs Zuhören. Yay, Leute. Die Falle nehmen. Nimm die Falle. Ja.
Und trinken Sie Wasser zwischendurch, auch ganz wichtig. Genau, trinkt viel Wasser, bleibt für unsere Partys heute Abend. Wir gehen jetzt gleich alle gemeinsam zur Verabschiedung natürlich, aber ich wollte euch vorher noch kurz unser Partyprogramm vorstellen. Wir haben heute Abend in der Jazzbar, die kennt ihr schon von den letzten Tagen, wieder ganz entspannte Musik, aber in der Refillbar und im Store darf natürlich getanzt werden. Wir haben als erstes, als Eröffnung unserer Abschlussparty, DJ Ninja Gonzo, aka La Ninja, die Bass und Pop auflegen wird in der Refillbar. Danach kommt Arne Benze, der ja eher so in die Deep House Richtung geht. Und dann irgendwann ab um eins, um zwei beginnt dann unser Republika DJ All-Star Team. Wir sagen mal Open End, ne? Dann im Store gibt es heute Setchmo, der seine Echo Chamber, die sonst immer ein Podcast ist, zur Republika gebracht hat. Dann spielt Alec Empire im Store. Da freuen wir uns auch schon alle sehr drauf. Ich muss mich noch irgendwie zweiteilen. Und dann ab 0 Uhr ungefähr, vielleicht 0.30 Uhr, spielt Tasmo Beats mit Unterstrich. Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß bei der Abschlussparty. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Republika. Ich danke euch allen, dass ihr da wart. Ich freue mich total. Es war eine großartige Veranstaltung. Und jetzt gehen wir zusammen rüber zu Stage 1 und singen. Ja.